Zu Gast im InterGeo TV Studio ist Christiane Saalbach, Geschäftsführerin der DVW GmbH, Repräsentantin des Veranstalters. Noch ein Tag Konferenz haben wir und da freuen sich alle drauf. Es geht um ein sehr spezielles und wichtiges Thema, Stichwort Christiane Saalbach, Liegenschaft Kataster. Ja, wir beschäftigen uns heute mit den zukünftigen Entwicklungen des Liegenschaftskatasters und vor allem mit den darin liegenden Potenzialen. Nach einem Ausblick auf das Jahr 2030 werden ausgewiesene Experten aus Verwaltung und Wirtschaft die Möglichkeiten, die das Liegenschaftskataster bietet, umfassend diskutieren. Die Beteiligung der Zuhörerinnen und Zuhörer ist dabei ausdrücklich erwünscht. Prozesse im Liegenschaftskataster werden ebenso intensiv beleuchtet wie auch die Automationsansätze. Und schließlich laden wir zu einer Podiumsdiskussion ein, in der sich der ÖBVI 2030 vorstellt. Auch Nachhaltigkeit ist natürlich weiterhin ein ganz wichtiges Thema bei dieser Conference. Ja, wie schon die Tage zuvor steht das Thema Nachhaltigkeit auch auf der Agenda. Diesmal allerdings aus dem Blickfeld des Umweltmonitorings. Und wieder einmal wird deutlich, dass Geoinformationen in Kombination mit aktuell erfassten Informationen der Umwelt ein ganz erhebliches Potenzial für nachhaltiges Handeln bieten. Das zeigt sich ganz konkret bei der Landbedeckung und Landnutzung, aber auch bei maritimen Anwendungen und insbesondere in der Landwirtschaft und auch in kommunalen Anwendungen. Und gerade hier im Ruhrgebiet kommt zum Beispiel dem Monitoring des Altbergbaus eine ganz erhebliche Bedeutung zu. Nicht mehr wegzudenken von der InterGeo und aus der geodätischen Welt ist natürlich das Drohnenbusiness. Christiane Saalbach. Genau, ebenfalls auf dem Programm stehen heute spannende Einblicke in dieses Drohnenbusiness. Marktpotenzial und auch Regularien von Unmanned Aerial Vehicles werden betrachtet. Die Session ist ein Muss für alle, die im UAV-Umfeld aktiv sind. Die InterGeo war und ist stets bekannt für ihre Innovationen. Deshalb gibt es zum Abschluss der Conference quasi noch mal eine ganz besondere Premiere. Ja, genau. Wir präsentieren Ihnen zum Abschluss des Tages eben eine ganz besondere Premiere. Erstmals wurde anlässlich der InterGeo 2022 eine Challenge Robotic Laser Scanning durchgeführt und die Ergebnisse der Erfassung werden durch die Aussteller Riegel, Hexagon und auch Trimble präsentiert und das für alle sichtbar auf der Expo Stage 1 in Halle 3. Und abschließend lade ich Sie auf 16.20 Uhr ganz, ganz herzlich zum offiziellen Closing der InterGeo ebenfalls auf die Expo Stage 1 in Halle 3 ein. Beenden Sie mit uns gemeinsam die InterGeo 2022 und genießen Sie den Ausblick auf die InterGeo 2023, die in Berlin stattfinden wird.